einem kurzen Video, ein Produktvideo, denn ich habe was Tolles Neues im Shop. Und zwar Holo-Rosenfolie. Richtig, richtig krasses Holo. Das zeige ich euch jetzt mal. Ich habe schon einen Tipp grundiert. Und das legt man jetzt einfach so rein. Ich habe mir das zurechtgeschnitten. Wenn ihr ein, also das ist eine Folie, die kommt in so eine Dösle. Ich zeige es euch gerade mal. Und das Tolle ist, das ist eben nicht eine Silberfolie, wie man sonst kennt, sondern es ist durchsichtig, wie ihr seht. Die Holo ist deckend und die unten drunter seht ihr jetzt meine Hände durch. Das heißt, ihr könnt die auf Fullcover super auftragen. Super viel, super auftrage. Es sind große Rose, kleine Rose und ihr seht die Farbe drunter. Also richtig, richtig klasse Sache. Ich habe es jetzt mal mit Schwarz grundiert. Normalerweise braucht ihr Folie Gel oder Folie Kleber. Diese Rosenfolie fand ich so, so klasse. Ich zeige euch ja mal warum. Ihr zieht die jetzt einfach nur noch ab. Also ich habe jetzt keinen Foliekleber drunter, wenn ihr Foliekleber habt. Ich habe keiner, weil ich eigentlich, wie gesagt, die Folie nie benutze. Fullcoverfolie habe ich da, aber irgendwie benutze ich es nie, keine Ahnung. Habe jetzt aber dieses, also ich sag mal Geschoss gesehen mit der Rose und musste das haben. Habe jetzt ein Ultrabond drunter gemacht. Also ohne Foliekleber. Und es funktioniert trotzdem. Schaut mal, jetzt habe ich die Folie abgezogen. Und ihr habt perfekte Silber-Holo-Rosen, kleine Blätter dazu, auf eurem Tipp, egal welche Farbe noch drunter ist. Ich habe es jetzt mal auf Schwarz gemacht, zeige es euch aber auch gerne auf Pink oder so. Also ihr seht dann, also ich finde es einfach nur wunderschön. Ihr könnt die zurechtschneiden. Eben, das habe ich jetzt gemacht. Dann habt ihr eben zwei kleine Rose. Wie gesagt, auf Achtung, es ist kein Foliekleber. Mit Foliekleber wird es nochmal natürlich besser. Aber ich habe es mit Ultrabond gemacht und es ist trotzdem so gut wie alles drauf. Es ist eine Wahnsinnsleuchtkraft, wie ihr seht. Es schimmert nach Holo, das ist einfach nur der Brüller. Wenn ihr das dann versiegelt, kommt es nochmal richtig, richtig toll zur Geltung. Ihr könnt es eben ausschneiden, wie jetzt ich. Oder eben, ihr könnt es als Fullcover benutzen. Das zeige ich euch gleich im Anschluss auf den zweiten Tipp. Also ihr könnt diese Folie, ein richtiger Allrounder, sage ich jetzt mal, als Fullcover oder einfach einzelne Rose rausschneide, wie es ich jetzt hier gemacht habe.